Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Zivilorganisation des Jahres im Komitat Tolnau. Heuer wurde dem Järkinger Traditionspflegeverein die ehrenvolle Auszeichnung verliehen. Ungarndeutsches Haus, eine Perle des multinationalen Mohansch. 200 deutsche Gedichte und Reime. Ende 2021 erschien der neueste Band von Dr. Monika Jäger-Manz. Premiere auf der DBU. Theaterstück über das Schicksal der nach Deutschland vertriebenen Ungarndeutschen. Am 1. Februar, am Fest anlässlich des Tages der Zivilorganisationen in Sechsad, konnte die Vorsitzende des Jürkinger Traditionspflegevereins den Hauptpreis Zivilorganisation des Jahres im Komitat Tolnau übernehmen. Ihre Tätigkeit für die Bewahrung und Weiterführung der ungarndeutschen Traditionen wurde bereits im Jahre 2012 anerkannt. Damals erhielten sie den Sonderpreis Zivilorganisation des Jahres im Komitat Tolnau. Der Preis Zivilorganisation des Jahres im Komitat Tolnau ist die Anerkennung einer 25-jährigen Arbeit des Jerkinger Traditionspflegevereins. Die Vorsitzende der Ungarndeutschen Selbstverwaltung, Frau Elisabeth Kraus, bekleidete ganz bis zum letzten Jahr auch den Vorsitzendenposten des Traditionspflegevereins. In Jerking gibt es seit 1994 deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung. Und schon bei der Gründung haben wir das uns zum Ziel gesetzt, dass wir da die Jerkinger Traditionen ein bisschen aufzuleben, pflegen, den Sprachunterricht und das kulturelle Leben zu unterstützen. Und so haben wir dann den Jerkinger Traditionspflegeverein dann zustande gebracht im Jahre 1995 mit 12 Mitgliedern. Als der Verein gegründet wurde, dann waren im Dorf keine tätige Kulturgruppen. Zuerst hat uns die Tanzgruppe Dornröschen der Jerkinger Kindergarten im Jahre 1996 wurde dann die ungarndeutsche Jugendtanzgruppe gegründet und im Februar 1997 dann hat der gemischte Chor die Probe angefangen. Also so haben wir dann angefangen. Noch in diesem Jahr, in 1997, wurde die Partnerschaft zwischen Jerking und Eckartsweihe unterschrieben. Und seitdem war dann der Verein auch in dieser Partnerschaft tätig. Also viele Gruppen von Eckartsweihe, Männerchor, Kirchenchor, die Hanauer Tanzgruppe waren öfters bei uns zum Besuch und sie haben dann hier bei unseren Veranstaltungen auch teilgenommen und wir waren auch öfters, oder unsere Gruppen waren auch öfters bei ihnen und mit ihnen haben wir dann viele gemeinsame Programme gemacht und in unserem Partnerdorf waren sehr gute Vereine. Also wir haben damals sehr viel von ihnen gelernt, wie man das Vereinsleben organisieren soll, wie man Unterstützung bekommen kann. Also sie waren sehr behilflich für uns. Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Gruppen, wie zum Beispiel Buster Club, Handarbeiterzirkel gegründet und zahlreiche erfolgreiche Programme wie Tanzcamps, Beschäftigungen, die das Leben der Vorfahren darstellen, Webekurs oder die Jerkinger Spinnstube organisiert. Dann war an einem Winter war so ein Programm, wir sind zusammengekommen, so lebten wir in Jerking und dort wurden die alten Traditionen also wieder auferlebt. Also das war immer, hat jemand erzählt von der Einsiedlung, Vertreibung und was man früher gemacht hat und dann wurde immer dann so Handwerkertätigkeit auch dazu gemacht. Zum Beispiel, wenn über Gänsehirten gesprochen wurde, dann wurden so Schmiere von Feder gemacht und Gänsebraten gegessen. Also immer etwas erzählt und dann etwas dann auch, also handwerkliche Tätigkeit dann auch noch gemacht. Wenn Sie das Buch, unser Buch, später angucken. Hier sind bei den Teilnehmern sieht man immer, wie viele Leute dabei waren. Also. Und vor allem bei diesen Abenden, dort waren immer sehr viele Kinder. Und im Jerking ist das jetzt schon seit jahrelang, dass sehr viele Leute zusammenarbeiten.
Also zum Beispiel die Kinder mit den Senioren, oft gibt es solche Programme, wo sie immer dann gemeinsam dann an den Programmen teilnehmen. Deutsche Selbstverwaltung und der Verein oder der Traditionspflegeverein mit dem Verein für den Kellerdorf. Also es gibt immer so Leute, die dann zusammenarbeiten. Ergebnis einer solchen Zusammenarbeit ist die Fotoausstellung am Dorf und Nationalitäten da. Meistens sind immer vom, also Fotoausstellung in bestimmten Themen. Zum Beispiel es war die Hochzeit oder Kindergartenschule oder Soldatenleben oder das Dorf früher zum Beispiel, Fotoausstellung. Und dann haben wir immer mit Gegenständen auch, zum Beispiel in einem Jahr waren Kugelhupfformen und dann haben wir Kugelhupf auch gebacken und den Leuten gegeben. Dann waren Tücher und diese Umhangtücher, das war auch in einem Jahr. Dann waren diese Bandschoner. Zur Verwirklichung der Programme werden die finanziellen Mittel zum Teil aus Bewerbungen gesichert. Bei der Bewerbungsarbeit hatte Frau Livia Kutti, die seit vorigem Jahr die neue Vorsitzende des Vereins ist, eine wichtige Rolle. In einer nächsten Sendung werden wir mit ihr über die erfolgreichsten Veranstaltungen und zukünftigen Pläne sprechen. Insgesamt aus mehr als 40 Millionen Forint wurde das Ungarndeutsche Haus in Mohács saniert, das schon wieder mit Leben erfüllt ist. Das Schneiderhaus in der ehemaligen Deutschen Gasse, der heutigen Kossuth-Lajos-Straße, ist ein wichtiges Haus. Es ist das Zentrum des Mohácser Deutschtums und gleichzeitig die letzte Station des vor kurzem eröffneten Ungarndeutschen Lehrpfades. Der größte Teil der Mittel für die Investition wurde im Auftrag des Staatssekretariats für die Kirchenfragen und Nationalität vom Ministerpräsidentenamt durch die Gabor-Bethlen-Fondsverwaltung AG gesichert. Kívülbelül megújult a Német Nemzetiségi Ház Mohácson. Először 25,5 millió forint támogatást nyert a helyi német önkormányzat egy TOP pályázaton, majd további összesen 33 millió forintos pályázati segítséggel és önerőből valósulhatott meg a projekt. Az épület energetikai szempontból nem felelt meg a kor követelményeinek, ezért az összes nyílászárót kicserélték, a ház kapott egy külső hőszigetelést, megszépült az épület utcafronti része is, valamint a kaput lefestették és a padlásfödémet is leszigetelték. A régi kazánokat, csöveket és fűtőtesteket újakra cserélték. Az energetikai fejlesztésen túl a teljes villamos energiahálózat felújítása is megvalósult. Ezen kívül a régi linoleum padlót több helyiségben új hideg vagy meleg burkolatra cserélték. 2021 őszén az épület vizesedő folyosóját falátvágásos technológiával vízszigetelték. Közben megkezdődött a német ház berendezése, ami így a sok nemzetiségű Mohács egyik gyöngyszemévé vált. Van egy rész, ahol most vagyunk, ez a Schwab szoba, ez egy kiállító tér jelleggel. Az évek alatt összegyűlt használati, egykori használati tárgyak, illetve viseletek, bútorok kerülnek itt bemutatásra. Aztán van egy konyhánk, amiben látványfőzéseket tudunk előadni, illetve hát, hogyha vannak rendezvényeink, akkor főző konyhaként tud funkcionálni. Emellett van egy rendezvénytermünk, tehát szekcionálható, két részre lehet osztani, egy kis terem, illetve egy nagy terem, illetve egybe is tud működni, valamint van egy könyvtárunk is az épületen belül, német, nyilván német nemzetiségű kiadványok, könyvek szerepelnek ott, és kölcsönözhetőek is természetesen. A helyi németséghez, illetve az általánosságban a németséghez kötődő különféle interaktív játékok, feladatok vannak itt a házon belül kialakítva. Amikor érkeznek hozzánk csoportok, illetve hát a helyi iskolákból, óvodákból is rendszeresen járnak ide hozzánk, akkor ők ezeket a feladatokat tudják oldani, illetve ebben a játékokban részt tudnak venni. Tehát különböző kis állomások vannak kialakítva itt az épületen belül is. A berendezési tárgyak egy kicsit szűk keresztmetszet, mert lassan kezdünk megtelleni, de a
a kiállításokat, illetve az interaktív játékokat szeretnénk bővíteni, és fontos, hogy minél interaktívabb módon tudjuk ezeket megvalósítani, mert hát ugye akkor követelményeinek szeretnénk megfelelni, minél érdekesebb valami, minél interaktívabb, ugye annál jobban meg tudja fogni a gyerekeket különösen, de a felnőtteket is, azt hiszem. Kint Schwab udvart és gyógynövénykertet találunk. Itt az udvarban mögöttem ez a féltető, amit itt láthatunk, ez alatt a kiállítási tárgyaink kerülnek bemutatásra. Itt a régi paraszti gazdasághoz kapcsolódó eszközök találhatók itt meg nagy számban. Mezőgazdaság, ipar, tehát mindenféle egykori mesterségnek az eszközei szinte megtalálhatóak itt. Amit fontos megjegyezni, hogy a felújítás keretében itt az udvarban is történtek azért fejlesztések. Itt ez a térkőburkolat is ennek a projektnek a keretében került kialakításra, illetve a féltető korábban hát ilyen beázási problémákkal küzdött, ezeket is sikerült elhárítanunk, illetve a féltetőnek a méretét is meg kellett, hogy növeljük némileg, mert már annyi kiállítási tárgyunk, annyi eszközünk gyűlt össze itt az évek alatt, hogy muszáj volt a bővítést megvalósítanunk, hogy méltó körülmények között tudjuk bemutatni ezeket az eszközöket. Az összesen több mint 40 millió forintból megújult német nemzetiségi ház, régi nevén Schneiderház, az egykori Deutsche Gasse, ma Kossuth Lajos utca fontos épülete. A Mohácsi Németség központja a közelmúltban átadott nemzetiségi tanösvény utolsó állomása is egyben. A beruházáshoz szükséges forrás nagy részét a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT biztosította. Dr. Monika Jäger-Manz ist Hochschulprofessorin am Institut für Nationalitäten und Fremdsprachen der Josef Oetkes Hochschule in Bayern. Im November 2021 ist der neueste, bereits vierte Band ihrer methodischen Fachbücherreihe mit dem Titel »Ich reim dir was« erschienen. Die ca. 280 Reime und Gedichte wurden von der Autorin selbst geschrieben, wobei sie nach einem einfacheren Wortschatz und leichterem Verstehen strebte. Es ist ein Buch entstanden, das sowohl zu Hause als auch im Kindergarten oder in der Unterstufe der Grundschule zur frühkindlichen Sprachförderung gut verwendet werden kann. Dr. Monika Jäger-Manz stammt aus einer ungarndeutschen Familie. Der alltägliche Gebrauch der deutschen Sprache ist für sie selbstverständlich. Also ich stamme aus einer ungarndeutschen Familie. Meine Großeltern stammen aus der Somodai und aus der Pranau. Auch ich habe lange Jahre in Nagynárad neben Mohács gelebt und nachher in Pécs und dort studiert. Und ich habe geheiratet und nachher bin ich nach Beuer gezogen. Und zuerst habe ich angefangen, ein Jahr zu unterrichten am Ungarn-Deutschen Bildungszentrum und nachher kam ich nach den Kindern, also wir haben zwei Kinder, nach den Kindern kam ich an die Hochschule. Ich habe mir vorgenommen, eine ganze Reihe von Fachbüchern zu verfassen und methodische Hilfe zu geben im ungarndeutschen Bildungswesen. Im November 2021 ist ihr neuestes Buch mit dem Titel »Ich reime dir was« erschienen. Eigentlich habe ich zwei Jahre daran gearbeitet und hatte das Ziel, selbstgeschriebene deutsche Kindergedichte und Kinderreime zu schreiben. Ich weiß, dass es jetzt ein großes Wort ist. Ich bin keine Dichterin oder dieser Band ist erschienen aus einem pädagogischen Aspekt, nämlich circa 280 Gedichte und Reime begleiten das Kind während des ganzen Jahres, also in allen Jahreszeiten und auch während des ganzen Tages, also vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und auch noch bei Geburtstagen,
beim Muttertag, bei Fasching und in allen wichtigen Feierlichkeiten eines Kindes, eines Kleinkindes, wollte ich ein paar Beispiele dafür geben, wie wir hier in Ungarn mit nicht deutsch sprechenden Kindern, also die die deutsche Sprache nicht als Muttersprache beherrschen, doch mit Reimen, Melodien, Rhythmen mit der deutschen Sprache spielen können und wie diese Gedichte und Reime dazu beitragen, dass die Kinder die deutsche Sprache lieb gewinnen und dass sie die deutsche Sprache auf einem immer höheren Niveau erwerben können. Also spielerisch durch Tätigkeiten. Es geht wirklich um kleine Tiere und um Blumen, Frühlingsblumen. Und also sehr verschiedene Thematik ist in diesem Buch drin. Als Hilfe habe ich gedacht und habe ein Wortregister zusammengestellt. Also wenn jemand zum Beispiel zum Igel oder zum Nikolaus oder zum Tischdecken oder zum Mittagessen ein Gedicht sucht, dann kann man auf den letzten Seiten dieses Wortregister finden. Ich möchte mich hiermit auch bedanken, vor allem bei meinem Mann, weil er sehr viel geholfen hat und mich sehr unterstützt hat bei dieser Arbeit. Er war auch der Lektor dieses Bandes und es ist ja im Eigenverlag erschienen, die ganze Reihe. Das bedeutet, dass aus eigener Tasche, aus eigener Finanzierung, aus der Familienkasse diese Druckkosten rausgeholt worden sind. Ich bedanke mich auch noch beim Herrn Dr. Bechtel, Helmut Hermann Bechtel, der ein Fachexperte der ungarndeutschen Kinderliteratur und Literatur ist. Er hat mir ein Nachwort geschrieben zu diesem Buch. Der faule Frosch. Der faule Frosch am Waldesrande sonnt sich und döst, oh wie Schande. Er quakt und quakt den ganzen Tag, will nur machen, was er mag. Es ist ein Werk erschienen, das zu Hause, im Kindergarten und in der Unterstufe der Grundschule zur frühen Förderung der deutschen Sprache eingesetzt werden kann. Es herrscht Premierefieber auf der Deutschen Bühne Ungarn in Sekszárd, denn in einer Woche, am 25. Februar, findet die Premiere vom Schweres Gepäck statt. Im Stück wird über das Schicksal der nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland vertriebenen Ungarndeutschen erzählt. Eine rührende Geschichte vom Dramaturgen Franz Huber über tragische Schicksale und über die Hoffnung auf ein neues Leben, aufgrund der Erzählungen von Zeitzeugen. Unser Star war auf einer Probe in der Deutschen Bühne Ungarn in Sekszárd. Anfang Januar konnte die Theatertruppe endlich mit den Proben für das neue Stück mit dem Titel Schweres Gepäck beginnen. Vor 3 Jahren, im Januar 2019, waren wir zu Besuch in Stuttgart im Ungarischen Institut. Und da habe ich jemanden kennengelernt, Frau Theresia Mann, die ein Museum leitet in Pretzfeld und das heißt Heimatsmuseum Budaörs. Und dann habe ich erfahren, dass die Leute damals, 1946, aus Budaörs nach Pretzfeld zuerst ausgesiedelt worden sind. Und dass da eben ein Heimatsmuseum ist. Und mit dieser Dame haben wir darüber angefangen zu sprechen, wie könnte man dieses Ereignis den jungen Menschen auch näher bringen. Wie kann man das erzählen? Nicht nur wie ein Geschichtebuch, nicht nur wie ein Museum, sondern tatsächlich, dass das an die Seele geht, dass das in die Emotionen rübergeht. Und erzählen einem Jugend, die damit vielleicht nicht mehr so viel zu tun hat.
Und so entstand eigentlich die Idee einer Zusammenarbeit, dass wir zusammen, die DBU und das Budapester Heimatmuseum in Bretzfeld in Deutschland, zusammen ein Theaterstück erarbeiten anhand der Erzählungen von Zeitzeugen. Der Regisseur des Stückes, Clemens Bechtel aus Berlin, war schon öfters als Gastregisseur nach Sechsart eingeladen. Das Stück Schweres Gepäck ist aufgrund einer Recherche entstanden, eine Recherche, die vorwiegend der Franz Huber, der ja auch schon gearbeitet hat als Dramaturg, geführt hat, und zwar mit Menschen, die 1946 oder deren Eltern und Großeltern 1946 von Ungarn nach Deutschland gehen mussten. Und ausgehend von diesen Interviews haben wir Szenen entwickelt, die im Prinzip deren Geschichte und deren Weg nacherzählen. Nicht nur 1946, sondern eigentlich beginnt unsere Reise 1941, und zwar mit der Volkszählung, in der festgelegt wurde oder in der sich die Leute bekennen mussten, entweder zum Ungarisch sein oder zum Deutsch sein. Und dann untersuchen wir den Weg einer Familie, wie die nach Deutschland kommen. Und das vielleicht das Besondere an dem Abend oder an dieser Vorstellung ist, dass sie nicht im Theater alleine stattfindet. Sie beginnt zwar im Theater, sondern sie führt dann, ist auch eine kleine Reise, die die Zuschauer mit den Schauspielern zusammen machen. Sie führt dann in einem kleinen Spaziergang, den die Zuschauer mit Kopfhörern ausgestattet erleben, an verschiedene Orte von Sechsart und landet dann wieder hier im Theater. Also ähnlich wie die Reise, die die Menschen machen mussten 1946, machen auch die Zuschauer eine kleine Reise. Na, in diesem Fall ist das Bühnenbild der Ort Sechsart. Also das heißt, wir sind wirklich nur am Anfang und am Schluss kurz hier im Theater. Und ansonsten ist die Bühne die Kirche zum Beispiel oben am großen Platz. Eine Wiese, die hier mitten in dem Ort, also das Bühnenbild. Und ich finde, das interessanteste Bühnenbild ist immer die Welt tatsächlich. Also das wird so sein. Was ich auch immer ganz spannend daran finde, ist, dass sich da die Moderne, sprich die parkenden Autos, die vorbeigehenden Passanten, dass sich das mit der Vergangenheit eigentlich mischt. Also mit der Theater. Die Theaterwirklichkeit trifft auf das reale Leben. Und das ist was ich sehr schätze. Auch, dass man eben als Theater einen Schritt raus macht in die Welt rein. Also das heißt, wir haben ein bisschen was an Tänzen erarbeitet, was wir auch gleich sehen werden. Wir arbeiten auch ein bisschen mit dieser Musik, mit der Volksmusik, mit der donauschwäbischen Volksmusik, allerdings teilweise auch in verfremdeter Form. Was ich noch spannend finde an der Geschichte ist, dass die eben so voller Leid ist, und zwar für ganz unterschiedliche Menschen. Ich bin sehr dankbar, vor allen Dingen, das müsste ich eigentlich noch sagen, sehr dankbar den Leuten, die uns mit den Interviews für die Interviews zur Verfügung gestanden haben. Und es hat mich sehr bewegt, was die Leute zu erzählen haben und wie offen sie auch über das, was sie erlebt haben, berichten. Ja, genau. Also wir möchten auch in Bretzfeld spielen, auf jeden Fall. Da sind schon mehrere Vorstellungen geplant für September 2022. Und ja, wir möchten auch ungarnweit in mehreren Museen und in den Umgebungen von Museen auch spielen. Das ist auch eine Erinnerung, ein Gedenken. Und damit möchten wir auch den älteren Leuten unsere Ehre zeigen und diese Möglichkeit geben, dass sie auch gedenken. Wir warten gespannt auf die Premiere am 25. Februar um 16 Uhr. Für heute bedanke ich mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.